Ah, oh, knapp versagt. Was macht man? Ich gehe kurz in ein anderes Level, dass ich mich kurz noch mal abregen kann. Machen wir das Knochenlager. Echt nervig. So, neues Level. Machen wir kurz nur dieses Knochenlager und dann gehen wir wieder zurück. Ich muss mir gerade noch mal ein bisschen runterkommen. Na, lass mich mal kurz gucken. Deine Lebensenergie ist angestiegen, sodass du mehr Schaden aushalten kannst. Was haben wir denn hier für schöne Steine? Pyrrhismus, eine Waffenverbesserung zu einem seltenen. Bei einem Treffern, okay. Hatte viel Lebenskraft bei einem kritischen Treffer. Normale Geschenkkiste. Erhalte Lebenskraft bei einem Treffer. Ach, ich meine das hier. Ich glaube, das bringt mehr, wenn man hier so wenig schnell durchschnetzelt. Wie gesagt, ich will mich jetzt nur kurz abreagieren, mal runterkommen, weil ich jetzt gerade noch ein bisschen sehr im Kampfstress war. Oberkill. Gut, schön hingekriegt. Wie gesagt, ich versuche mich jetzt erstmal ein bisschen runterzukommen und dann machen wir das gleich nochmal. Aber erstmal will ich hier ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen aufgedreht. Nächsten Spinnennetz davor. Hier können wir weiterlaufen. Ja, gut. Knochenlager wurden in antiker Zeit als Massengräber verwendet. Epidemien und Kriege füllten sie manchmal innerhalb weniger Monate. Das lässt einen darüber nachdenken, um wie viel die Toten die Lebenden an Zahl übertreffen. Ist dies wirklich unsere Welt oder nicht eher die ihre? So, komm her, Schnitter. Ja, ich glaube, da kommen wir hin oder kommen wir da nicht hin? So, komm mal hin. Öffnen, hier ist was zu öffnen. Ach, hier. Göttliche Sonne. Okay. Schlage Monster mit der hohen Kraft. Ach so. Ja, in dem Fall jetzt hier nicht. Meistens, du sollst keine Dämonenkraft einsetzen, deine nächste Mission heißt es wieder, sollst welche einsetzen. Deswegen sollte man sich das auch vorher durchlesen, was man da genau jetzt machen soll. Schade, denn
Gut. Ach nee, das war jetzt aber auch ein bisschen blöd, ist manchmal Viktor Fran auch. Manchmal cool, manchmal ein bisschen blöd. Wie zum Beispiel auch wieder so eine Sache für sich. Wenn ja zu viele Gegner auf ihrem Platz sind, dann kann es auch mal blöd enden. Komm jetzt hier. Schwupp. Diamantra. Das ist eine relativ große Map, muss ich mal sagen. Mhm, was ist hier noch? Komm mal rüber, ne? So ein bisschen gehofft. Ne, gut. So. Eieiei, der hat auch ganz schön. Boah, ich bin so nicht extrem verlangsamt. Gut, weg ist er. So. Ne, gut. Jetzt gibt es einen Bergdreck. Kommen wir hier vielleicht so rüber? Ne. Vielleicht mal so. So und so, so. Nee, klappt auch nicht. Ich hatte jetzt gedacht, dass man so rüberkommt, aber leider nicht. Ein bisschen komisch hier gemacht. Ich denke mal, da ist doch eine Kiste, da muss man irgendwie rüberkommen. Aber irgendwie gibt es hier keinen Weg. Also für mich jetzt nicht offensichtlich und die Skelette nerven auch manchmal. Dem schuld, dass sie auch immer wieder aufstehen. Und dass ich immer wieder neue triggere. Nee. Hm. Jetzt habe ich gedacht, dass man irgendwie rüberkommt. Aber hier ist auch kein Weg weiter, also. So, sonst normalerweise kann man ja sagen, hier so und so. Weiß ja nicht. Ja. Hier ist auch kein offensichtlicher Schalter oder sowas. Na, was soll's. Nö. Gut. Na, hier geht's nochmal runter. Vielleicht können wir von da unten irgendwo hin. Oh. Okay.
gucken, ob man hier unten noch irgendwas entdecken kann. Nö. Ist so ein bisschen gehofft, dass man hier vielleicht. Ach, ein Geheimnis. Danke. Nee, gut. Machen wir weiter. Okay, ich bin jetzt so weit wieder runtergekommen, dass ich jetzt sagen kann, gucken wir uns das andere einfach mal an. Boah, Alter. Na so. Hier schönes, den Ausgang wahrscheinlich, genau. Noch geht es mir ganz gut vom Charakter her, also in dem Sinne. Gut. Ne, da komme ich nicht mehr zurück, aber das ist mir jetzt auch wurscht. Die lassen wir jetzt hier stehen. Okay. Dann gehen wir zurück zum Schloss. Jetzt haben wir uns beruhigt. Jetzt probieren wir gleich die Mission nochmal. Wir haben Level hoch, sind wir jetzt gekommen. Vom Inventar her haben wir auch wieder... falsch gedrückt. Auch wieder einiges gekriegt. Aber auch alles ein bisschen sinnlos. Hier ein bisschen Magie. Schockwelle rar. Muss ich halt nur mal sehen, wie ich jetzt, ob ich da noch mal ein Zauberlicht aufwerten kann oder sowas. Aber das machen wir jetzt nicht. Achso, ich wollte jetzt mal, eine Sache wollte ich machen. Mein Schwert. Rein, reinpacken. Und einmal das hier. Achso, da wird das eine ausgetauscht. Oder? Erhalte den Treffer 40 Lebensenergie. Jetzt nehmen wir mal die, das weg. Das ist im Inventar. Genau, da habe ich jetzt 35 mehr Schaden auf Spinnen. Nee. Das ist ja eine legendäre Waffe und das funktioniert glaube ich nur mit... zu einer seltenen oder raren Waffe hinzuzufügen. Na okay. Die Dämonenwelt. Genau, betreten wir die nochmal.